Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Marsch. Wir fahren jetzt zu unserem Feld Nummer, müsste 24 sein. Also da die Ränder ein bisschen nacharbeiten. Ich habe da ein bisschen Terraforming weggemacht, Boden bearbeitet. Und dann werden wir da ein bisschen die Felder neu erstellen. Und zwar die Ränder, nicht alles. Nebenbei läuft die Ernte auf Feld Nummer 54. Mit zwei Auto-Abfahrer, ab und zu mal greife ich ein, wenn nicht ganz klappt. Dann wird noch gemäht auf Feld Nummer 14 und 2, was eine Heu werden soll. Sollte eigentlich heute noch mit durch sein. Das erste Gras, also das erste Feld ist nicht. Nehmen wir das nächste. Müssen wir nehmen. Starken Traktor. Und zwar, jetzt wage ich mal hier runter, auch um zu und durch, und zwar hier am Rand. Das war da vorne, wo es grün ist. Machen wir aufklappen. Dann drehen wir es um auf links. Die linke Seite. Da versuchen wir ganz gerade zu fahren. Damit wir es hier in dem Bereich, wo ich jetzt Terraform mitgemacht habe, dass da entsprechend wieder einen Feldmodus haben, ne? Wir müssen ja nicht gerade nach links gehen, sondern ein bisschen mehr rechts bleiben. Das macht er sowieso mit dem Drescher um die Ecke, aber ob die Aussaat. Aber hier vorne nicht so links, nicht so am Deich rankommen. Ne? Ungefähr anpeilen die Richtung. Ja, gut, mein Fehler. Flughebenfelder erstellen lassen. Sonst war das ja nichts, ne? Sind ein bisschen zu hoch. Wieder jetzt gerade jetzt durchdrehen Reifen, das kann doch nicht sein. Ich hab doch hier zu tun. Oder war der fertig gewesen? Und lieber ich das Feld ein bisschen kleiner, bevor ich mich ernten tue hier. Hätte doch GPS einbauen sollen, ne? Dann wird's gerade geworden. Aber das macht nichts, das geht schon wieder. Einer ist fertig, okay. Müssen wir gleich eingreifen. Alarmmeldung, Alarmmeldung. Ja. Ich wollte gerne das viel fertig machen. Die Breite reicht zum Glück. Lieber ein bisschen weniger am Rand, dafür ne, auch die Ernte einfahren. Ne. Das, was hier steht, das ist nicht so tragisch. So. Das ist okay, das kann so bleiben. Jetzt fahren wir zum Schluss die Ecke oben noch nacharbeiten.
Müssen wir hier schauen. Hier vorne ein Stückchen arbeiten. Und da ist so eine Ecke. Hier müssen wir kurz gucken. Heu ist auch fertig. Was stört hier? Gut, da waren die anderen beiden fertig. Hier noch nicht. Greifen wir es ein, dass wir wissen, was hinkriegen hier. Dass wir heute noch mal mit Strohpressen beginnen können. Zumindest ein Teil davon, ne? Da versucht jemand, um den Haufen zu fahren. Gut, dass der Schaden nicht da ist, ne? Wir machen gleich fertig. Ist ja auch noch nicht so tragisch. Wenn die Ernte hier abgeschlossen ist, dann können wir dann nächste Dings vorbereiten. Die Ernte von Gerste, aber das ist den Eichenfeldern ist auch nicht so weit. Das dauert noch ein bisschen. Was wir machen könnten, noch später vorbereiten. Hopfenernte. Da könnte man noch für ihn ein Maisgebiss kaufen. Natürlich reicht es nicht ganz. Ein paar Meter sind noch. Einmal klappt's, ne? Einmal pfeifen geht schon. Gut, die Hupen normalerweise. Ne? Ja, live, ne? Gut, das wäre nicht mein Fall, aber das wäre zu viel Aufwand dabei, in Anführungszeichen. Aber wer es mag, ne, kann es gerne machen. Da wird mir, glaube ich, die Zeit fehlen. Für mich ist ein interessanter, na gut, das ist ja wie Sandkastenbeispiel, ne, also. Was Kinder gemacht haben. Machen noch einen Rest hier, so halbwegs in der Mitte von der Spur. Und später beim Ballen pressen. Keine Probleme kriegen. Ja, 100% wollen wir eh nicht abholen, Stroh, aber sagen wir zu 90%. Ein bisschen darf gerne liegen bleiben. So. Ja, eine Spur, ne? Machen wir gleich mit hier. Sonst ist fertig.
Obwohl, das lass mal den roten machen. Die werden das nicht mal am nächsten Ding kümmern, ne? Oh, der ist voll. Da fahren wir lieber gleich selber hin. Oder? Ah. Wie wir es abladen. Ja, das war natürlich. Der hat einen eigenen Zaun, ne? Also muss dazu sagen, bei allem wurde dann gemeckert, da muss ich sagen, ist er vorhanden, ne, der Zaun, ne? Irgendwie. Mal Bock springen hier. Die schicken wir jetzt im Hof. Ah, das fahren wir selber. Muss ich ja laufen. Der andere macht dann den Rest fertig und wir fahren manchmal zurück. Und dann können wir anfangen mit Stroh pressen. Kann eine Presse in aller Ruhe arbeiten. Das kann der mal trocknen. Das brauche ich jetzt nicht gleich wenden. Das ist ja so. Normalerweise wird gemäht und dann ist es ja, zum Liegen. Wenn die Oberseite schon mal angetrocknet ist oder trocken geworden ist, dann wird es gewendet. Damit die Unterseite auch trocken wird. Und wenn es häufiger geht, wird es öfter mal gewendet. Ich lasse es heute mal liegen bis morgen. Früh. Wenn da nicht noch trocken ist, werden wir es wenden lassen. Ansonsten wird es gleich, wenn es trocken ist, auf Schlacht gelegt und dann gleich Heuballen gepresst. Prozent. Wir werden reparieren und einen Flock machen für das nächste Feld. Ich weiß auch nicht genau welches, aber wahrscheinlich würde ich ein Maisgebiss kaufen. Ich kam nicht drauf und dann Hopfenernte unterstützen. Dann muss ich halt mal warten. Bis den Tag noch gleich. Warten wir mal nicht. Bis Schneider können wir mal reparieren und mit Maschine. So. Weiner verkauft. So, Platz für euch. Ah, oh, vorne wo der Flug stand. Oder daneben. Ja, genau da. Erstmal stehen lassen. Dann werden wir die anderen beiden lassen. Vom Feld fahren, ne? Ja, das passt so, den Rest kann man stehen lassen.
fahren wir Richtung Ausfahrt und dann mal sehen, wenn wir einen Flug fertig machen da hinten. Und dann Traktor die erste Aussaat, Gras kommt von der Erde drin. Feld 23 fällt mir gerade ein. Da fahren wir jetzt hin. Oh, liebe Schauer, der Folge ist aber eh zu Ende. Aber schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, tschüss und ciao, ciao. Ja, wir gehen morgen weiter mit Feld Nummer 23 gehen und flügen. Getreideernte abschließen, Gerste. Ja, und dann müssen wir wieder viel zu tun. Ne? Tschüss.